Willi Orban hat einen Sieg von Julian Nagelsmann beim künftigen Arbeitgeber RB Leipzig verhindert. Durch den späten Treffer des Kapitäns 89. erkämpften sich die Leipziger gegen die TSG Hoffenheim um Coach Nagelsmann am Montagabend zum Abschluss des 23. Spieltages der Fußball-Bundesliga ein 1:1, 0:1. Durch das Remis bleibt RB zwar auch im fünften Spiel nacheinander ungeschlagen, verpasste jedoch den Sprung auf Platz 3. Orban glich die Führung von Hoffenheims Andrej Kramarik 22. aus und verhinderte so einen empfindlichen Dämpfer im Rennen um die Königsklasse. Dennoch hat RB als Vierter nur noch 4 Zähler Vorsprung auf den 5. VfL Wolfsburg 38 Punkte. So muss Nagelsmann, der zur neuen Saison bei RB Leipzig als Cheftrainer anheuert, um Champions League-Habende bangen. Hoffenheim ist als 8. 34 Punkte, ebenfalls noch im Rennen um Europa dabei. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Wir sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball nicht mehr so gut laufen lassen. Am Ende war der Druck zu groß, sagte TSG-Profi Florian Grilitsch nach der Partie bei Eurosport. Torschütze Orban sah es ähnlich, die erste Hälfte geht klar an Hoffenheim. In der zweiten Halbzeit hatten wir viel mehr Zugriff, Hoffenheim beginnt mutig vor 33.569 Zuschauern in der Leipziger WM-Arena gab Nagelsmann zu Beginn eine Kostprobe von dem Fußball, den die RB-Fans in der kommenden Spielzeit erwarten können. Hoffenheim agierte anfangs mutig und mit viel Tempo über die linke Seite, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Leipzig, das ohne den kurzfristig erkrankten Sturmstar Timo Werner auskommen musste, fiel offensiv wenig ein. So verbuchte TSG-Abwehrmann Pavel Kader Abek 17. die erste Chance der Partie. Joel Inton zieht ab, Kramarik schiebt ein ohne Emil Forsberg Innenband und Kevin Campbell, die nach ihren überstandenen Verletzungen zunächst auf der Bank saßen, fehlte Leipzig klar das spielerische Element in seinen Angriffen. Defensiv machte RB in der ersten Hälfte wesentlich mehr Fehler als der Gegner, so dass die Führung keine Überraschung war. Einen Schuss des nach Medienberichten von Leipzig umworbenen Joe Linton klärte RB-Torwart Peter Gulexino vor die Füße von Kramarik, der den Abpraller einschob. Nach dem Rückstand traute sich RB etwas mehr, brauchte aber bis zur 45. Minute zur ersten Möglichkeit durch Mittelfeldmann Konrad Leimer, die TSG-Torwart Oliver Baumann entschärfte. Campbell bringt Schwung ins Leipziger Spiel. In der zweiten Halbzeit bemühte sich RB stark um mehr Spielanteile und zwingendere Gelegenheiten, so richtig klappen wollte es aber zunächst nicht. Bezeichnend, dass ein Kopfball von Orban, 54. nach Freistoßflanke von Marcel Halstenberg die erste Duftmarke des zweiten Durchgangs setzte. Baumann hielt jedoch stark. Etwas mehr Esprit in der Vorwärtsbewegung kam mit der Einwechslung von Campbell, 61. In seiner ersten Aktion, wenige Sekunden später schickte der Slowen-Gleichstürmer Matheus Cunha per Steilpass, der jedoch vergab kläglich. Punkt. In der Folge setzte sich RB in der Hoffenheimer Hälfte fest und drängte auf den Lucky Punch, dieser gelang Innenverteidiger Orban mit seinem 4. Saisontor.